Good morning, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich erwarte heute Gäste und zwar meine Mädels. Ich weiß nicht, wie lange ihr mich schon verfolgt, aber wenn ihr das Conyos-Treffen noch nicht kennt, also Mayra, Steffi, Gösse, Heidi und ich. Hab ich irgendjemand vergessen? Mayra, Steffi und Kim. Kim, weil sie heute noch im Urlaub ist und sehr spät kommt, hatte ich sie nicht mehr im Kopf. Aber ja, wir treffen uns alle seit 7 Jahren, alle halbe Jahre, manchmal alle 3 Monate. Und der Umstände wegen konnten wir uns dieses Jahr noch gar nicht sehen. Und seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind etwa, da war meine Freundin gerade schwanger und das Baby ist jetzt 2 Monate alt, also circa 13 Monate ist das ungefähr her. Heute kommen alle zu mir. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ich habe voll verpeilt, dass heute Morgen Feiertag ist. Ich habe keine Geschenke gekauft. Gestern ist mein Mann noch schnell für die Kinder Geschenke kaufen gegangen. Das zeige ich euch jetzt kurz. Und ich werde mal gucken, was ich noch habe, was ich so verpacken kann. Aber da alle Blogger sind und YouTuber, ich verlinke es euch alle in die Infobox, haben sie auch genug Schminke und so, ne? Aber trotzdem, vielleicht kann ich denen trotzdem eine Freude machen. Naja, jedenfalls, ich werde erst kochen, dann aufräumen und mich dann fertig machen. Soweit der Plan. Aber ich bin auf der Suche nach meinem iPad. Ich weiß nicht, wo dieses iPad ist. Ich habe auch gedacht, dass ich hier unten Socken habe, die ich anziehen kann. So dicke, aber habe ich nicht. Deswegen gehe ich neu holen. Die Sachen hat er gestern noch geholt. Mein Mini-Buchkoffer. Und ja, das war das Einzige, was ich jetzt noch auf hatte. Ich habe noch so ein Niki-Stofftier. Das lege ich auch dazu. War die Hauptsache ist, erstens, dass wir uns alle sehen, nicht, dass wir uns alle beschenken. Und dass ich statt morgens um 7:30 wach bin, um hier gleich zu kochen und aufzuräumen und den Mädels ein schönes Zuhause für ein Wochenende zu geben. Boah, ich freue mich so auf die Leute. Wir schreiben jeden Tag und sehen uns so selten. Und dieses Jahr hat es halt gar nicht geklappt und zwar echt. Ein paar Stunden später, ich habe eine Kürbissuppe gemacht, einen Nudelauflauf, Creme Brûlée. Kürbissuppe habe ich Hackfleisch extra gemacht, weil die Heidi und die Kim essen gar kein Hackfleisch, also sie essen gar kein Fleisch, Veggies. Und ich habe noch Hähnchen gemacht, das zieht gerade im Kühlschrank. Sobald es so halbe Stunde bevor die kommen, tue ich das in den Ofen, damit das auch schön warm und saftig und nicht ausgetrocknet ist. Wische ich einmal oder putze einmal alle Bäder und sauge einmal das Haus und mache mich fertig, weil ich habe noch so, es ist 12.41 Uhr und um 14 Uhr kommen die Mädels und ich habe mir so 45 Minuten für mich eingeplant zum Fertigmachen. Ich hoffe, dass das klappt alles. Aber ich muss schon sagen, ich bin froh, dass das Essen jetzt fertig ist. Puh. Hier ist einmal ein bisschen Hackfleisch. Das ist nur für ein bisschen zum Garnieren. Dann ist hier die Soße für das Hähnchen drin. Das ist so eine asiatische bzw. koreanische Soße. Dann ist im Kühlschrank auch das Hähnchen, das eingelegt ist. Also so Geflügel. Flügel. Und hier ist Creme Brûlée. Hier hinten ist der vegetarische Nudelauflauf, so ein Macaroni-Auflauf. Den mache ich nachher auch noch in den Ofen. Und hier ist noch The Kürbissoup. Keine Ahnung, wo meine Kamera ist, Leute. Ich habe jetzt einfach die Speicherkarte bei der Gösse reingetan. Alles gut, ich filme von hier unten. Hier sind auch noch Kinder, Leute. Jedenfalls, wir haben jetzt hier die Steffi und die Gösse. Applaus an Mayra und Emily. Und last but not least, die Heidi. Yo. Und den Lieber bei denen. Heidi. Den hört ihr nur. Heidi. Einmal Hähnchen, so koreanischer Art. Suppe. Reis. Das vegetarische und hatte ich euch ja alles schon gezeigt. Aber ja, so sieht's aus. Leute, seit gestern suche ich meine Kamera. Wisst ihr, wo ich die hingelegt habe? In den Wandschrank, wo ich letztens die ganzen Werkzeuge eingeräumt habe. Und ich glaube, dass ich das gemacht habe, während ich der Steffi die Tür aufgemacht habe. Und ansonsten habe ich keine einzigen Aufnahmen. Ich wollte eigentlich so ein bisschen, nicht zu viel, weil es immer sehr laut und sehr viel ist, wenn die Mädels da sind. Natürlich, ne, das ist natürlich nicht so leise, wenn ich hier jetzt alleine vlogge. Aber ich wollte euch gerne so ein bisschen mehr zeigen und so. Und dieses Treffen, wir nennen es Conyos Treffen, das machen wir schon seit 7 Jahren. Und ja, wie gesagt, es ist 13 Monate her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben und ich wollte euch für die Leute, die die Mädels noch nicht kennen, gerne meine Freundinnen vorstellen, weil sie alle auch Social Media machen, also auch YouTube und Instagram und es sind die reinsten Seelen überhaupt. Also ihr könnt jedem von denen so vertrauen, die sind so, so gute Menschen, sonst wären wir nicht so lange befreundet. Blöderweise habe ich jetzt
Die Kamera ist jetzt gefunden, aber ich verlinke sie euch alle in die Infobox, da könnt ihr sehr, sehr gerne auch mal da vorbeischauen und liebe Grüße von mir da lassen. Sind wirklich sehr, sehr gute Freundinnen alle von mir und ich mag die sehr gerne. Ja, jetzt habe ich das ganze Haus geputzt. Natürlich sieht es, die Mädels hatten, also Mayra und Heidi hatten ihre Babys mit dabei, also ihre Kinder. Sah es natürlich hier aus, aber es war so schön und wir haben uns, oder ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir uns das nächste Mal länger sehen, weil es ist einfach nur so ein Abend eigentlich, oder beziehungsweise ein Tag so ungefähr. Aber ihr wisst ja, ich klebe ja gerne an Menschen, die ich sehr gerne mag. Und ja, der Staubsaugerroboter läuft jetzt. Ich gehe duschen und danach gehen wir eine Runde spazieren und so weiter. Die Online-Bestellung wollte ich euch auch morgen zeigen. Übrigens, was meine Mom mir letztens gezeigt hat, super cool. Sie meint, einfach Wasser reinlaufen lassen und dann Chlor und dann ablaufen lassen und das, Leute, das Becken wird so weiß. Und bitte, wie das strahlt. Die tut ihr schon weh, da reinzugucken. Wir waren jetzt bei meinen Schwiegereltern und danach waren wir noch eine Stunde spazieren. Und jetzt mache ich gerade Milchreis. Milchreis? Er wollte gar keinen Milchreis, er wollte Milch. Lass wir hier reinkippen. So, ich bin frisch geduscht. Ich habe Milchreis fertig gemacht. Ich habe für uns gemacht und dann auch noch für seine Eltern und Oma und Bruder und Frau. Also die gehen jetzt weg. Ich habe übrigens eine neue Sendung auf Netflix gefunden, die Raumkünstler. Ich gucke gerade die erste Folge. Die müssen gerade so Häuser dekorieren, was ich ganz spannend finde. Ja, jetzt ist 20.45 Uhr. Quatsch, 20.25 Uhr. Und jetzt genieße ich auch den letzten Schluck Sonntag. Ich liebe Erdnüsse um diese Jahreszeit. Sehr, sehr lecker, die esse ich jetzt. Mein Mann habe ich Salami-Sticks mitgenommen. Nein, danke. Und ich nehme noch Wasser mit runter und wir gucken jetzt. Guten Morgen. So ein friedlicher Morgen, Leute. Ich habe gerade die Fenster aufgemacht und es war so... Es war so mild. Mild kalt. Voll schön. Ich habe sie gerade gesehen und habe gedacht, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Kim bringt uns immer Pimmelchen mit. Das klingt ganz komisch. Und normalerweise ja, hält man sowas jetzt nicht in die Kamera, aber es ist so witzig einfach. Die Macaronis, ne? Ich habe gerade übrigens Schwarzkümmelöl genommen, wieder angefangen und habe mir jetzt einen Pfirsichtee gemacht und werde mich jetzt hinsetzen und schon mal anfangen zu schneiden. Ihr kennt ja den Alex, mein Trainer, der jetzt die letzten Male bei mir war. Ich muss wirklich sagen, der hat, also ich habe Muskeln gespürt, die habe ich sonst nirgendwo gespürt. Und ich möchte gerne bei dem Online-Training mitmachen heute, und zwar bei Yoga. Es fängt um 9.45 Uhr an. Und da kann praktisch jeder mitmachen, wenn man diese Meeting-ID hat. Ich werde ihn mal fragen, wie ich ihn in der Infobox verlinken kann, damit ihr euch dafür auch anmelden könnt. Und das Coole ist, es kostet 10 Euro nur pro Stunde. Und so ein Personal Training kostet ja schon 60 bis 100 Euro die Stunde. Variiert, kann auch teurer werden. Ja, und deswegen mache ich jetzt heute mal Yoga mit zu Hause, schneide bis dahin und mache mir noch eine Wärmflasche, glaube ich. Ich habe gerade ganz viele Sachen bei Amazon bestellt, weil wir am Samstag eine kleine Party schmeißen. Der 10.10. wäre eigentlich unser Hochzeitsdatum geworden, also für die große Hochzeit. Aber da das nicht stattfindet, haben wir ein paar Freunde zu uns nach Hause eingeladen. Und ich habe so ein bisschen, also schwarz-weiß Deko, also ist jetzt nichts Wildes. Ich werde nachher noch in einem Blumenladen anrufen und fragen, ob es möglich ist, wenn man schwarze und weiße Rosen bekommt. Und dann habe ich noch schwarze und weiße Ballons, Duftballons. Kleinen Freundeskreis eingeladen mit Catering, weil ich da auch, beziehungsweise mein Mann meinte, so komm, du musst jetzt nicht auch noch kochen und spülen und was weiß ich alles. Ja, dann werde ich auch bei mir zu Hause Gast sein und nichts machen. Gestern wollten wir eigentlich in den Pool, aber ich habe leider am Wochenende meine Frauenlinks bekommen. Und deswegen wollte ich jetzt nicht da rein, das erste Mal so. Es ist so schön mild, aber so kalt mild, Leute. Und du bist ultra heiß, ne? Also die Woche gehe ich auf jeden Fall noch da rein. Und die Teppiche kommen übrigens auch. Auch die Outdoor-Teppiche. Ich habe ja Teppiche bestellt. Welche für den Flur, einen für die Küche und auch noch so. Ja, so ein Outdoor- bzw. zwei Outdoor-Teppiche. Die sind schon auf dem Weg und ich freue mich sehr, wenn die ankommen. Ich habe jetzt schnell geschnitten und werde mich jetzt ganz kurz umziehen. Eigentlich wollte ich jetzt im Pyjama weitermachen, Yoga machen, aber ich dachte,
dachte mir so, komm, das sieht für die Aufnahmen auch komisch aus, wenn du hier im Pyjama Yoga machst. Deswegen zieh mir jetzt um und mach da mal mit. Ja, ich finde das so schön. Alles verfärbt sich so rot. Ich habe mich jetzt umgezogen und let's go. Yoga-Matte ist unten. Gott sei Dank habe ich hier unten aufgeräumt und weiß, wo sie ist. Und zwar direkt hier. Einatmen, dann zieht das Ziel der rechten Ferse mal Richtung Po nach oben. Und steigt mit rechts zwischen deinen Brustatmen wieder auf aus. Dann lass du dich lang öffnen. Und ausatmen, komm nach unten tief vor. Spür deine Hüften leise. Dann sehe ich einige vielleicht sogar schon heute Abend wieder beim Workout. In diesem Sinne, habt einen ganz, ganz schönen Tag und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Bye, bye. Dankeschön. Tschüss. So, fertig. Und ich habe gerade gesehen, Frieda Therese hat ein Brautmode-Editorial mit mir gepostet. Ich war ja bei einem Shooting, ich weiß nicht, erinnert euch an den einen Vlog, wo ich so voll viele Brautkleider anhatte. Da war ich bei einem Shooting für ein Editorial. Und ich habe noch nie ein Editorial geschossen, das war so cool. So, es hat jetzt geladen. Tada! Da sind wirklich die Fotos wirklich von der Hochzeit, dem Hochzeitstag selbst. Hier wurde ich getraut oder wurden wir getraut. Und dann hier noch das Editorial. Das wurde dann extra geschossen mit wunderschönen Kleidern von Brautblüte. Da ist zum Beispiel ein, beziehungsweise doch, das ist ein Kleid. Das hat so schöne Boho-Ärmel gehabt, Leute. Ja. Dann hatten wir, oh, das war auch so, ich musste die ganze Zeit hin und her rennen. Das war aber sehr lustig. Und hier sind die anderen, oh mein Gott, das ist so schön. So, so schön. Bock habt, da vorbeizuschauen und euch das Ganze anzuschauen, dann verlinke ich euch in die Infobox. Dann könnt ihr euch sehr gerne mal die Kleider angucken oder das Editorial insgesamt mal anschauen. Das ist übrigens auch das Kleid, welches ich in meiner Tamtam Beauty Bridal Kampagne anhatte. Und ja, ich mochte das so gerne. Das war so ein schönes, klassisches Kleid mit wenig Tamtam, aber irgendwie doch richtig schön. Hier nochmal kurz, was ich bestellt habe. Ich habe Besteck bestellt und dann so Pappteller, aber aus Rohrzucker. Das ist alles, also ich habe wirklich versucht, so umweltfreundlich wie möglich das Ganze zu machen. Und nicht, ja, das sind auch Pappbecher und nicht Plastik. Das hier sind leider Plastikbecher. Aber ich schmeiße so eine Party echt sehr, 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 sehr selten. Dann haben wir uns noch die Servietten ausgesucht. Ich habe hier noch diesen, damit ich keine 100 Millionen Ballons selber aufpusten muss, habe ich mir noch diese elektrische Luftpumpe geholt. Dann noch Ballons und so Girlanden und ja, Aschenbecher hatte ich nicht. Dann habe ich noch diese Nachfüllflaschen geholt für das Shampoo von meinem Mann, weil ja, ihr wisst ja, das andere ist zu groß. Dann hier auch noch Aschenbecher. Ich fand die ganz schön. Die kann man ja auf dem Tisch dann lassen. Genau, dann habe ich noch Wäschekörbe bestellt, beziehungsweise einen Wäschekorb, weil mir ist aufgefallen, wenn ich nämlich die Wäsche aus dem Trockner raushole, die direkt gefaltet werden kann oder die nicht gebügelt werden muss, dann habe ich keinen Korb, um damit nach oben zu gehen. Deswegen habe ich den ja, jetzt bestellt. Guten Morgen. Ich habe eine Frage und zwar, ich brauche weiße und schwarze Rosen. Ist das möglich? Am Samstag brauche ich die. Ja, das wäre cool. Mhm. Zum Dekorieren brauche ich die. Von jedem 20, 25 circa. Die Roses sind bestellt. Der Arme, der hat erstmal gedacht, ich will die jetzt haben. Schwarze Rosen jetzt. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Ich habe noch eine schwarze, eine weiße Tischdecke, die werde ich noch hier drauflegen. Und ansonsten holen wir noch eine Bierbank und also so eine Bierbank-Set, eine Tour, wie auch immer man das nennt, von meinem Schwager ab. Und dann, ja, war es das auch schon. Boah, mir ist so kalt heute. Ich habe jetzt gerade die Heizung mal aufgedreht, aber mir ist irgendwie voll kalt. Ich werde jetzt aber nach oben gehen und mich schminken und euch die H&M-Bestellung zeigen. Ich werde mich extra schön machen dafür. Sagt ihr. Meine Teppiche sind da. Als hätte ich es gewusst. Sieht witzig aus. Einer habe geschminkt, einer hat es nicht geschminkt, ne? Oh, bisschen spooky. Ich werde jetzt ein Video drehen, kurz für Instagram mit meinem First Date Lippenprodukt. Und hier, der Stuhl ist kaputt. Ich habe mich da drauf gesetzt gerade und ich so, hä?
Und irgendwie fühlt sich das komisch an. Wir sind einfach in der Mitte durchgebrochen. Plus, das ist auch noch gebrochen. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob sich hier irgendjemand draufgesetzt oder drauf rumgesprungen ist oder so. Weil ich glaube, ich hätte das gehört, wenn ich das gewesen wäre. Wobei, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, wie dem auch sei, egal wer es war, super schade, dass das passiert ist. Vor allem so schnell. Ich meine, der Stuhl ist nicht mal ein Jahr alt. So, I'm ready. Ich werde jetzt kurz eine Suppe kochen, weil mein Mann ist aus dem Sport wieder gekommen. Oder vom Sport wieder gekommen. Suppe kocht und ich habe jetzt voll Lust auf den Rüblikuchen. Also mache ich jetzt noch mehr Rüblis klein und ja, bereite den schon mal vor. Essen ist fertig. Danach kann ich endlich die H&M-Pakete aufmachen, weil ich dachte, vorher kippe ich um gleich. Endlich, endlich, endlich kann ich... Oh, habe ich jetzt meine Schere vergessen. There you go! Endlich kann ich euch zeigen, was ich bestellt habe bei H&M und so weiter. Ich habe hier noch was Unboxing-mäßiges für euch. Und zwar, was ist die Schere? Wir haben wieder was von Huda Beauty bzw. von Wishful. Und es ist ein Rose Oil. Ich mag die Sachen von Huda Beauty, die kosmetischen Sachen, nicht so gerne. Die sind mir zu stark parfümiert. Ich komme da gar nicht so richtig klar mit diesem Geruch, aber ich glaube, in Dubai und so weiter sind die Menschen das gewöhnt und machen das sehr, sehr gerne. Also Araber generell sprühen sich super gerne mit schweren Parfums ein. Meine Tanten und so weiter auch alles super gerne. Ich mag auch sehr gerne schwere Parfums, aber nicht so gerne im Gesicht. Aber das hier ist ihre Hautpflegelinie und zwar Wishful. Aber ich mochte auch ihr Peeling aus der Reihe, also von der Wishful-Serie sehr gerne. Deswegen... Ich werde es ausprobieren, mal gucken. Dann haben wir noch ein Päckchen von Caudalie. Ich bin immer noch so ein bisschen schwindelig. Ich habe einfach bis um 15 Uhr fast, ne, 14 Uhr nichts gegessen. Und mir wurde dann irgendwann so... Caudalie hat mir ihr Resveratrol Lift mit veganem Kollagenbooster geschickt. Veganem Kollagenbooster ist vielleicht für einige interessant, weil zum Beispiel das Alpha-Biol-Kollagen, welches ich trinke, besteht ja aus Rind, also... Ist von tierischem Ursprung. Kein Wunder gegen Falten, sondern ein Patent. Ich mochte auch deren Vino-Reihe sehr gerne. Und das hier ist eine komplett neue Reihe für mich. Die sieht so aus. Oh, voll schön. Diese Glasflakons, also diese Glasumverpackungen. Ein Traum. Habe ich mir zum Beispiel auch bei anderen Flakons gewünscht, beziehungsweise anderen Nachtcremes. Ich dachte, okay, wir haben so viel Geld ausgegeben, dann kann man eigentlich auch ja, Glas nehmen. Und das werde ich mir ins Bad stellen, weil ich im Moment sowieso gar keine Creme habe. Und ich freue mich voll. Caudalie und die Harvard Medical School stellten gemeinsam fest, dass das... Ja, ich glaube, das Badezimmerding ist wieder abgekracht. Er war schon wieder abgekracht, obwohl ich nur so ein Duschgel reingestellt habe bis jetzt. Also werde ich mir jetzt diesen ultra festen Kleber vom Baumarkt nachher kaufen gehen und das dann festkleben, weil es nervt. Jedenfalls zurück zu Caudalie. Caudalie und die Harvard Medical School stellten gemeinsam fest, dass das bestehende Resveratrol-Hyaluronsäure-Patent bei der natürlichen Produktion von Kollagen doppelt so wirksam ist wie Retinol. Sie beschlossen noch einen Schritt weiter zu gehen und eine innovative Kombination aus Resveratrol, Hyaluronsäure und veganem Kollagenbooster zu testen. Gemeinsam meldeten sie ein neues exklusives Patent an. Oh, ein veganer Kollagenbooster, eine natürliche Hyaluronsäure und das Resveratrol, ich habe es bestimmt 30 Mal falsch ausgesprochen, aus den Weinranken für eine 95% straffere Haut. Dann kommen wir zu Dior und ihr wisst ja, dass ich die Chefin letzte Woche treffen durfte, zusammen mit ihrer rechten Hand. Und die waren beide ja so ultra, ultra lieb und ich war ja so ultra, ultra aufgeregt. Und ich habe ein Päckchen bekommen, beziehungsweise ein Tütchen bekommen. Weil sie gesehen haben, wie sehr ich die Hydra Life-Reihe mag, haben sie mir das Sorbet nochmal zugeschickt. Das mag ich auch sehr gerne, dieses Spray, also dieses Water Mist von denen. Ihr kennt das bestimmt aus meinen Videos, aber ich zeige es euch gerne nochmal kurz. Das ist so ein erfrischendes bzw. feuchtigkeitsspendendes Spray. Das hatte ich auch ganz oft im Sommer einfach so mit überall, damit ich mein Gesicht damit auffrischen kann. Hydration Active steht da.
Dann meine Cooling Hydration Eye Gel Geschichte, die ich auch im Badezimmer habe, die ich jeden Tag auch benutze. Deswegen meine Augencreme für morgens ist das auf jeden Fall die. Das ist auch die gleiche Serie. Ich mag die echt gerne. Die sitzt so leicht auf der Haut und ich finde so, wenn man sich danach schminkt oder den ganzen Tag auch ungeschminkt bleibt oder so, es gibt kein schweres, so verstopfendes Gefühl. Es ist sehr, sehr, sehr befreiende Creme. Dann haben wir die Glow Better Jelly Face Mask oder Fresh Mask. Das ist die hier. Die kenne ich allerdings noch nicht. Die werde ich testen. So sieht die aus. Die passt zu meinem Outfit. Eine 3-Minuten-Maske. Ich mag, dass Dior so viele 2 Minuten, 1 Minute, 3 Minuten Masken hat. Weil man das einfach so, während man sich seine Zähne putzen macht oder während man die 1-Minute-Maske, die mache ich mir drauf, während ich mich ausziehe für die Dusche. Wisst ihr so, dass dann, bis ich in der Dusche bin, ist 1 Minute vergangen und dann kann ich sie wieder abwaschen. Und es ist nicht ewig, diese Gequäle und so. Das ist ganz gut für unter der Woche, weil ich schaffe es in der Woche nicht, mir eine 20-Minuten-Maske auf mein Gesicht zu legen. Das schaffe ich vielleicht am Wochenende. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für solche schnell wirkenden Masken. Eine Highly Concentrated in Naturally Smoothing Citrus Fruit Extract and Exfoliating Apricot Seed Powder. This Radiance Mask offers a powerful yet gentle double exfoliation. Its refreshing water-rich gel texture immediately revives in the skin for instant radiance. Willst du was sagen, Schatz? Ich wollte gerade noch mal so viel, Schatz. Schon wieder dieses Badezimmerding hingefallen. Echt jetzt? Ja. Und dann nochmal die Hydralife Sorbet Creme, die ich sowieso schon im Badezimmer habe. Und ich habe auch meine Freundin damit angefixt. Sie ist richtig, richtig gut. Also tausend Dank an Dior dafür. Und ich habe auch noch, weil wir geheiratet haben, habe ich nochmal ein Set mit Parfums bekommen. Und leider nicht widerstehen, vorher schon reinzugucken. Auch so schon voll schön. Der Inhalt ist natürlich auch ein Traum. Wir haben hier einmal... Wir haben hier einmal eine Seife, eine parfümierte Seife. Boah, das riecht auch alles so brutal. Und dann haben wir noch 4 Düfte. Und das hier ist mein Hochzeitsduft, das ist Rouge Trafalgar. Ein ganz, ganz, ganz toller Rosengartenduft. Sehr, sehr schöner Duft, der hier. Lucky habe ich heute drauf. Auch also ein sehr schöner, sehr, sehr eleganter Duft. Ich glaube, das wird der nächste, den ich mir kaufe. Und Spice Blend habe ich noch nicht ausprobiert, aber was für ein wunderschönes Paket, oder? So schön, so lieb. Ich will es nicht mal auspacken. Ich werde es direkt hier zu meinem Dior-Karton stellen von meinen Schuhen. Ich freue mich sehr für das Paket. Tausend, tausend Dank. Dann noch was sehr Süßes von Lancôme, und zwar die neuen Lapsulü Lippenstifte. Das sind die Lapsulü Rouge. Ich habe es in 2 Farben bekommen, einmal in 888 und einmal in 274. Ich habe es euch schon in meinem letzten Video zwar gezeigt, aber ich habe es nicht mit reingeschnitten, weil das Licht nicht so schön war und man konnte die Farben nicht so gut erkennen. Deswegen haben wir hier einmal Kinda Sexy und, was war die andere Farbe? Killing Me Softly. Und das hier sind die wunderschönen Lapsulü Rouge Lippenstifte. Ein Traum, so schön sind sie. Lancôme wäre nicht Lancôme, wenn sie nicht noch eine kleine Goodie dazu schicken würden. Und zwar, ich freue mich auf den Sommer und auf diese Tasche. Die ist so süß. Übrigens, die Lapsulüs kriegt man so raus. Also man drückt praktisch hier oben drauf. So. Da kommt der Lippenstift unten raus. Und diese wunderschöne, süße kleine Mini-Tasche war auch mit dabei. Richtig, richtig süß. Noch ein PR-Paket, dann geht's weiter mit H&M. Versprochen. Und zwar habe ich noch was von Nusha bekommen. Nusha ist eine Haarmarke, falls es einem von euch irgendwie nichts sagt oder so. Und sie haben ein komplett neues Design für ihre Umverpackungen rausgebracht. Und haben mir freundlicherweise ihr Paket zugeschickt, beziehungsweise ein Paket zugeschickt. Und zwar das Gentle Care Shampoo. Also bei Nusha Produkten ist ja auch direkt ein Hitzeschutz mit drin. Das heißt, man demoliert seine Haare nicht beim Föhn schon und so weiter. Also ich freue mich sehr darauf. Das ist eine Moisturizing Almond Milk. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es war. Hatte letztens von Nusha Produkten erzählt und sagte auch, dass sie nur das benutzt. Und das war auch keine Produktplatzierung oder so. Das hier ist auch keine Produktplatzierung. Aber ich war sofort so, ich suche noch was richtig, richtig Gutes für meine Haare. Und die Tante von meinem Mann ist ja Friseurin und sie meinte, Tara, bitte benutze einfach Nusha. Bitte, weil es ist das Beste, was du deinem Haar antun kannst. Und deswegen freue ich mich voll. Ich habe hier noch die All About Smooth Treatment
Extrakt. Ah, da hinten steht's. Für außerordentliche Geschmeidigkeit und brillanten Glanz. Das aus der Kiwi enthaltene Extrakt stärkt das Haar von innen mit Mineralstoffen wie Calcium, Magnesium und Kalium. Ah, das ist etwas, was man unter die Dusche stellt, also nicht außerhalb. Dann haben wir hier noch den Soft Cotton Conditioner Pure Cotton Extract. Und hier hinten steht, die reinen Baumwollextrakte pflegen das Haar und schützen es vor weiteren äußeren Einflüssen. Also schützt wie so ein Spray. Wisst ihr, wie diese Anti-Pollution-Sprays fürs Gesicht? Gibt es sowas auch fürs Haar? Das wusste ich gar nicht. Also das hier einmal. Und dann haben wir auch noch ein Öl, und zwar ein natürliches Arganöl von Nusha. Ich freue mich so sehr darüber. Vielen Dank an das Team von Nusha. Ja, werde ich auf jeden Fall testen und euch weiter berichten. Und ich habe hier auch noch ein ganzes Buch. Da gucke ich später mal rein. Als wir in Griechenland waren, hatte die Helan auch einen Nusha Leave-In Conditioner mit dabei. Ich bin auch mal überlegen, ob ich meine Haare so dunkel lasse. Was sagt ihr? Oder beim nächsten Färben eher ein bisschen bräunlicher? Nee, komm, Tara, demolier die nicht wieder. Jetzt sind die gerade so schön. Die sind so dick geworden. Ich freue mich voll. Ich werde das ganze Zeug hier auch direkt anziehen. Deswegen, ich habe noch meine Yoga-Hose an. Oh ja. Yeah. Das hier ist einmal ein AC/DC-Shirt. Ich dachte, dass dieses Lilac ganz gut zu Secret aus meiner Augenpalette passen wird. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Ich habe mir das in der Größe S bestellt. Ist auch überhaupt nicht teuer. Ich glaube, ich habe 10 Euro oder sowas dafür bezahlt. Und ich glaube, dadurch, dass es so ein schönes Lila mit einem hellblau ist, ist es nicht ganz so rockig für mich. Dann ist es nicht so. Dann trage ich es halt öfter. Und ich muss safe meine T-Shirts einfach wegschmeißen und neue holen, weil, oh, ich habe Löcher hier teilweise in den Schultern und so. Ich finde es hier nur noch zum Sport machen, aber ich habe mehr Shirts zum Sport machen als für jeden Tag. Und so viel Sport mache ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe hier noch ein Shirt. Steht einfach Love. Wenn man so ganz viele goldene Ketten anzieht und sich vielleicht so ein Messy Dutt macht oder so, so einen tief sitzenden Bun, dann könnte das ganz cool aussehen. Sieht auch so aus, als würde es mir passen. Dann haben wir noch ein Shirt. Komischerweise fand ich, dass das ganz gut passt zu meiner Einstellung vom Leben. Das ist nicht cool. Das ist ja mal richtig cool, oder? So von Weitem kann man es nicht lesen. Man müsste schon ganz nah ran. Aber so nah darf man nicht. Deswegen, das ist so ein Keep the Distance, aber ich bin voll nett Shirt. A quality of being friendly, generous and considerate to others in a world where you can be anything. Be kind. So schön. Das hier ist auch im Gegensatz zu den anderen Shirts dick. Die anderen sind ein bisschen dünner vom Stoff her. Ich fand das ganz interessant, die Cutouts hier oben von dem Oberteil. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das mag oder ob ich das ein bisschen komisch finde. Es ist so ein, das sieht aus wie rein weiß, aber es ist eher so ein, es hat so was Gelbliches. Also es hat so einen gelblichen Unterton. Ich glaube, ich würde das ganz cool finden mit hellblauen Jeans oder so. Oder mit gräulichen Jeans. Dann finde ich das, glaube ich, ganz cool. Aber ich muss das erstmal anziehen, um zu gucken, wie genau ich das finde. Und diese Ballonärmel sind auch ganz schön. Ich weiß es nicht genau. Fühlt sich auch ganz gut an. Also der Stoff fühlt sich so schön dick an. Vielleicht ist es auch der Stoff, der mich ein bisschen verwirrt. Weil zu dicke Stoffe, die nicht so fließend fallen, können bei diesen Cutout-Oberteilen sehr schnell kastig und so wirken, ne? Dann habe ich noch, ich glaube, einen Zweiteiler bestellt. Weil ich muss wirklich sagen, für so im Haus, so für so einen ganzen Sonntag oder so, habe ich nicht so zum wirklich chillen. Ich habe einmal das hier genommen, so ein ganz normales graues Oberteil, so ein Sweater. Den kann man auch natürlich mit anderen Sachen kombinieren. Und dazu war dann die Hose. Und hier steht Positive Space. Finde ich ganz süß für so zu Hause sein oder so. Auch wenn die Mädels mal kommen, ne? Man muss ja nicht jedes Mal eine Jeans anhaben und voll schick sein und geschminkt sein und so. Aber ich hätte gerne so ein paar schöne Haussachen noch. Und ja, muss auf jeden Fall die ich habe, ausmisten, weil die, das ist nichts. Dann kommen wir zu dem großen Paket. Ein paar Thumbnails geschossen kurz mit dem Paket. Das passt ja schon förmlich auf hier. Ich habe Kissenhüllen bestellt. Und zwar, die größer als ich dachte. Ich dachte, das wären kleinere. 40x60. Okay. Ich wusste nicht genau, ob ich sie fürs Schlafzimmer. Dafür muss ich mir dann auf jeden Fall neue Kissenhüllen holen. Also Kisseninnenleben. Aber ich glaube, die passen perfekt ins Schlafzimmer. Dadurch, dass ich noch nicht so viel Deko da habe und noch nicht so viel, nicht so ausprobiert habe da drin, glaube ich, dass das ganz gut da reinpasst. Zumal es ein sehr schönes Muster ist. Sehr, sehr robust, ne? Und ich glaube, das ist für den bis nächstes Jahr März so mit diesen dicken Stoffen und so kommt man da sicherlich mit
aus. Davon habe ich zwei bestellt, soweit ich mich erinnern kann. Hier ist noch der nächste. Ich lege die gleich mal ins Schlafzimmer und zeige euch, was ich meine. Dann habe ich noch dieses Wohnzimmer hier geholt. Allerdings bin ich mir bei denen nicht ganz so sicher, ob sie in meinen Stil passen oder ob ich sie vielleicht auch mit ins Schlafzimmer dann setze. Ich glaube eher Schlafzimmer. Das waren 50x50er Kissen. Das auch nochmal. Also Toys. Genau, ich glaube, das war es an Interior. Dann habe ich noch Schuhe mitgenommen. Weil, erinnert ihr euch, als ich meinen Schuhschrank aufgeräumt habe, da habe ich euch ja gesagt, dass meine bequemen Boots von H&M sind von 15 Euro oder was. Und ja, jetzt habe ich mir noch welche bestellt, so Chelsea Boots. Oh mein Gott, die sehen ja gigantisch groß aus. Die kann ich angezogen. So. Eigentlich. Nee, die sind ein bisschen groß. Ja, das sind die. Aber die sind mir ein bisschen zu groß und die sind mir auch ein bisschen zu globig, oder? Nee, ist nicht so ein... Der hat mein Fuß auch so lang. Mein Fuß ist gar nicht so groß. Oder? Doch. Ich glaube, das wird etwas sein, was ich wieder zurückschicke. Aber der hätte auch nicht gepasst in der Nummer kleiner, glaube ich. Das... Dann habe ich noch eine Hose. Da war ich sehr, sehr froh, dass ich sie noch bekommen habe. Bestellt. Leider war der Hoodie, glaube ich, ausverkauft. Oder nee, das Sweatshirt, glaube ich, war halt so ausverkauft. Obwohl ich wirklich nur einen Tag lang nicht bestellt habe. Das war direkt weg. Das ist so eine Kaschmirhose, die war stark reduziert. Und deswegen, ich versuche sie euch in die Infobox zu verlinken. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie dann noch sein wird. Oh, das hätte ich voll gerne mit den Mädels am Wochenende hier getragen. Und das ist wirklich eine Kaschmirhose. Fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Und dazu habe ich ein Oberteil. Ja, ich habe den Hoodie genommen. Ich glaube, der Sweater, den gab es nicht mehr. Oder die Jacke dazu. Nee, eine Strickjacke. Was ist eine Strickjacke? Das ist diese Kaschmir-Blend-Kollektion. Und den habe ich auch nur in M bekommen. Ich werde jetzt den gleich mal anprobieren und gucken, ob der mir passt. Sonst lasse ich den auch wieder zurückgehen. Aber... Müsste eigentlich passen, so ein Hoodie kann ja auch mal ein bisschen chilliger sitzen. Und ich habe noch einen Mantel genommen, bei dem bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob der mir warm genug ist. Aber er hatte eine wunderschöne cremefarbene Farbe. Und wenn ich den behalte, muss ich auf jeden Fall einen cremefarbenen Mantel ausnutzen. Aber lasst uns erstmal schauen, ob die Kissen ins Schlafzimmer passen. Das interessiert mich jetzt voll. Das sind schon so die Farben, ne? Ja. Ich würde sagen... Die Farben passen sehr, sehr gut hier rein. Das ist dieses grayish, grayish, grayish everywhere. Hier drauf passt. Ja, das passt schon. Der sieht sehr gut aus. Aber ich glaube, das hier passt auch ins Schlafzimmer. Also das ist, glaube ich, nicht so wirklich was fürs Wohnzimmer. Jedenfalls, ich werde auf jeden Fall einen Platz dafür finden, weil ich das voll schön finde. Das sieht so qualitativ sehr hochwertig aus. Und wenn man dazwischen so neutrale Kissen legt, dann ist es auch das einzig dominierende, aber in einer sehr dezenten Farbe. Also finde ich sehr schön. Die behalte ich. Übrigens, die Vorhänge mag ich immer noch voll gerne. Ich muss die immer noch kürzen lassen. Die Mayra meinte, kürzt sie mit diesen Ikea-Bändern. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen Schiss, das selbst zu machen. Und irgendwie nicht gerade hinzukriegen und so. Let's try everything on. Okay, hier ist das Kindness-Shirt. Finde ich ganz schön. Werde ich behalten. Darüber kann man auch schön einen Blazer einfach tragen. Und das sitzt halt locker, ne? Das ist jetzt kein eng anliegendes Shirt oder so, sondern das sitzt sehr locker. Und ich mag diesen Aufdruck voll, voll gerne. Das hier gab es übrigens auch noch in anderen Farben und mit so Herzchen und sowas alles. Also das gab es nicht nur so. Aber das finde ich auch ganz schön, sitzt auch ganz gut. Ich finde, das Material sieht so ein bisschen glänzend aus. Das mag ich auch ganz gerne. Aber mag ich. Gab es auch in so rosa, weiß und schwarz und allem möglichen. Verlinke es euch auch wie alles andere in der Infobox. Auch sehr cool. Also klar, jetzt nicht zu der Hose, aber super cool. Und so, keine Ahnung, ich habe auch so eine, auch so Strickjacken in der Farbe. Aber vielleicht was hellblaues. Könnte auch ganz cool aussehen. Irgendwie mit einer vielleicht schwarzen Jeans oder so. Sieht das ganz cool aus. Und mit Secret von, aus meiner Palette, ne? Also so ein lila Eyeshadow mit so einem schwarzen Liner, ne? Oh, schön, mag ich sehr gerne. Einfaches Shirt kann einen so glücklich machen. Das hier... Mag ich irgendwie auch. Also es ist so ein bisschen crop, ne? Es geht so ein bisschen bis zur Hüfte. Ich dachte, es würde hier ein bisschen hässlicher fallen. Aber ich finde das ganz cool. Ich weiß nicht, warum die Kamera jetzt so dunkel ist. Hier war die Kamera hoch. Aber ich finde das schon schön. Also es ist ein bisschen transparent. Aber oh mein Gott, man sieht ja was drunter oder kann ja was drunter ziehen. Ich mag das. Und es fühlt sich auch weich auf der Haut an. Es ist überhaupt nicht nervig oder so. Es sah irgendwie so ein bisschen qualitativ weniger hochwertig
auf der Website aus, aber ich finde es sehr schön, so mit einer, ja, egal wie sitzenden Hose, weil so cropped ist es auch nicht. Also es hat eine schöne, croppedige Länge. Ich habe jetzt kurz noch ein Thumbnail geschossen. Ich weiß, dass es mit dem weißen Oberteil cool aussieht. Aber I like, das gab es auch noch in einer anderen Farbe. Ich meine in schwarz. Sehr, sehr weiches Material von innen. Also so ein, wie so ein Vlies. Es fühlt sich richtig weich und richtig soft an. Sehr, sehr schönes Material von innen für so einen Anzug. So sieht der aus. Und der Hosenbund, das könnte jetzt auch so ein bisschen stylischer dann sein. Sieht cool aus, mag ich sehr gerne. Und das ist sehr, sehr bequem von innen. Sehr bequem. Okay, Leute, das hier ist auch ein Traum. Es ist einfach so eine schöne Quali. Damit einfach jetzt chillen. Wäre so schön. Boah, ich mag das. Ich muss das meinem Mann zeigen. Er macht ihn auch sehr gerne. Fand ihn auch sehr schön. Ich lasse den jetzt direkt an, dann kann ich direkt den später waschen gehen. Ich habe auch alles, die ganzen Etiketten schon abgemacht. Außer den Schuhen geht tatsächlich, glaube ich, nichts zurück. Ist ja noch nicht wegen dem Mantel. Ich werde nachher auch noch Moods erstellen für den Kinoraum meines Mannes, damit er sich aussuchen kann, wie das hinten wird. Also es wird ja so eine Candy-Bar-Bar-mäßig was passieren. Und es ist ja so gesehen sein Hobbyraum. Und deswegen mache ich ihm ein Moodboard. Dann kann er sich ungefähr aussuchen, wie er das haben möchte. Aber jetzt passiert nämlich jetzt gerade gar nichts und das nervt mich. Aber ich kann ihn nicht so richtig einschätzen, ob an Richtigkeiten tagen oder ab nur so für jetzt und ein bisschen kälter. Er ist auch sehr lang, was mir sehr gefällt, weil ich friere immer an den Beinen. Ich bin jetzt so, boah, mir ist so warm bis hier mit meiner Jacken, aber ich friere an den Beinen und der geht richtig weit runter. Ich zeige euch das mal hier am Spiegel. Bisschen überbelichtet. Sieht es auch richtig gut aus mit meinen Socken, ne? Hallo! Aber ja, das ist so ungefähr die Länge, damit ihr Bescheid wisst. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn mag. Vielleicht werde ich ihn kurz mit einem Gürtel ausprobieren. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich dann den, auch wenn er mit einem Gürtel gut aussieht, behalte. Weil der zieht denn schon immer einen Gürtel auf seinen Mantel an. Außer der ist so integriert. Jetzt sieht er aus wie ein Bademantel. Nee. Er ist schön, aber ich glaube, es ist nicht Weihnachten. So, ich habe jetzt schnell die Wäsche gemacht. Oh, ist ganz schön warm hier. Ich wollte jetzt gerade die Teppiche hinten auspacken, die von Benuta neu kamen und schon mal auslegen. Aber genau, das werde ich erst fürs nächste Video machen. Dann haben wir da auch noch ein bisschen was zu quatschen in 2 Tagen am Mittwoch. Also ich freue mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr diesen Kanal abonniert und Teil dieser Familie seid und Teil dieses Hauses und irgendwie allem. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem. Mittwoch zu einem ganz neuen Video wieder. Vergesst nicht, ein Däumchen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns in 2 Tagen. Bis dann. I love you. Guckt, da ist auch keine Farbe drauf.